Agia Theodora. Die Kirche der Schutzheiligen von Arta und eine Säule sind die einzigen Überreste eines Klosters, das im 13. Jahrhundert von der Herrscherin des Despotats Theodora gegründet wurde. Es handelte sich um ein Frauenkloster, das dem heiligen Georgios geweiht war. Nach dem Tod ihres Mannes lebte Theodora als Nonne im Kloster, wo sie auch begraben wurde. Seither trägt die Kirche ihren Namen. Diese Kirche ist das lebendigste Verbindungsglied zwischen der modernen und der byzantinischen Stadt Arta, da nicht nur das Gebäude noch besteht, sondern auch die Herrscherin des Despotats, die Schutzheilige von Arta, Theodora persönlich präsent ist. Im Inneren der Kirche ist ein großer Teil der alten Skulpturen und Malereien erhalten geblieben. Links vom Südeingang der Kirche befindet sich das Grab der heiligen Theodora. Das Grab ist zwar an seinem Originalstandort geblieben, aber nicht in seiner ursprünglichen Form. Bei der Überführung der sterblichen Überreste der Heiligen im Jahr 1873 wurde es zu seiner heutigen Form renoviert.